Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Attila, der letzte Römer, wo wir mit den Vandalen, jetzt habe ich kurz rüber, beziehungsweise kurz gehüstelt, damit ich die Zeit habe, noch Vandalen zu sagen, beziehungsweise zu gucken, wer es überhaupt nochmal war, welche Fraktion wir gerade sind. Boah, bin ich doof. So, Gleichsblut mit den Sarden, aber die mögen mich nicht. Das Königreich des Westens, das ist alles okay. Königreich der Ostgoten. Im Kräfteverhältnis sind... Bin ich auf Rang 4, ne? Ja. Läuft schon. Hauptsache, wir kriegen die Provinzen aus Nordafrika jetzt. Obwohl, normalerweise sagt mir das Spiel, jetzt geh bitte nach Sardinien hoch und... Nee, nicht Sardinien, sondern Sizilien. Und macht die Sarden platt. Mein Herr bietet euch Frieden an. Morgen schon könnte seine Einstellung zu diesem Krieg euch weitere Qualen bringen. Vor allem, geil, mit der Eroberung hat er nichts am Hut. Seine Ausrichtung soll wirklich defensiv sein. Tulga zurzeit kein Amt. Das ist der, der gerade fertig geworden ist mit der ganzen Geschichte. Der Rest hat ein Amt. Ja, du wirst jetzt erstmal eine schöne Schlacht schlagen. Von euch vielleicht auch irgendwann einer noch. Jedenfalls können wir das jetzt mal eben machen. Und bei 3 Truppen vor Ort machen wir es automatisch und verlieren 70 Leute. Das hätte ich nicht besser machen können. Habt ihr noch weitere Befehle? Bazar. Gepriesen sei der Vater. Wie kann ich euch helfen? Was kann ich noch? Informations sammeln. Nee. Leiten wir die Armee erstmal wieder fehl. Arianisches Christentum. Es steht überall. Jodalalalala. So, und der nächste Spion, den schicken wir auch schon mal... Ne, den schicken wir nach Norden, weißt du, den hauen wir mal oben auf die Insel. Und dann haben wir die Priester hier. Jetzt haben wir natürlich hier ein Problem mit religiösen Differenzen. Da werden wir aber den jetzt in der Provinz hier schon mal festsetzen. Dann kann er schon mal anfangen, die Bevölkerung hier in der religiösen Differenz rauszuhauen. Und Hadrumetum. Da können wir unseren anderen Priester hinstellen. Wir kennen das ja noch aus der Kampagne, die wir mit Rom gemacht haben. Bei Attila selbst. Dass wir mit den Priestern dann Stabilität und zum anderen Druck auf unsere Religion aufgebaut haben. Und ich werde mal eben alles umbauen auf Nahrungsmittelproduktion. Und Wachstum. Jedenfalls die Erlasse ändern. Ich finde eigentlich keinen Erlass davon gut. Ob 5% mehr Geld oder sonst irgendwas, kannst du alles in der Pfeife rauchen. Jetzt haben wir noch 600 übrig. Können wir dafür irgendwas reparieren? Nee, können wir alles nur abreißen, wenn wir lustig sind. Diese verdammten billigen Speere. Tulga, auch nur Statthalter.
Öffentliche Ordnung und Hingabe bitte. Eigentlich hätte ich meine Armee schon weiterziehen lassen müssen. So, am zugewiesenen Herrmeister. Okay, da ist das Auditorium fertig, dann haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Stabilität. Müssen wir mal gucken, das bringt alles Bonus. Jetzt sind wir bei plus 5. Ich erwarte eure Befehle. Genau, beweg dich mal. Hier kannst du die Armee nochmal versuchen fehlzuleiten. Da ist nämlich der König der, der Berber drin. Boah, da frage ich mich echt, ob ich das jetzt, solange die Provinz da noch so stark belagert ist, wie ich ausbauen soll. Machen wir so. Können aber an der Stelle wenigstens einmal Landwirtschaft aufbauen. Haben wir eine recht gute Fruchtbarkeit hier. Und der hat bis jetzt noch nichts in die Richtung. So, 490 sind da. Wir holen uns nochmal zwei Schiffe zum Rammen. Hier oben haben wir nur eine Truppe, Spion, komm mal her. Wir sollten gleich mal nach oben gehen und plündern mit unserer Flotte. Immerhin haben wir den Plünderbonus. Es wird wahrscheinlich nicht viel Kohle bringen. Aber man kann ja mal so tun, als wenn es was Gutes wäre. Gehen wir einfach nach da vorne. Dann können wir da erstmal warten und nächste Runde können wir auf Plündern übergehen. Oh, der wurde direkt entdeckt von der feindlichen Fraktion, okay. Wie kann ich euch helfen? Besitztümer der Zielfraktion. Oh, wir sind gescheitert mit dem diesmal. Macht nichts. Okay, tiefe Verteidigung ist fertig. Jetzt gehen wir mal die Knechtschaft, ein bisschen die Wirtschaft ausbauen. Dazu haben wir die 5000. Da haben wir einmal den Gerichtshof hier, den werden wir... Was bringt der öffentliche Ordnung und Wohlstand aus Kultur? Setzen wir den Weinhändler, der bringt richtig viel Geld. Und das letzte machen wir zum Auditorium nächstes Mal. So, reparieren wir den, die Stadt. Da haben wir nur noch 941. Aber was wir machen können, wir können den schönen König angreifen. Und da haut der Schlawiner schon ab. Dann scheuchen wir den auch mal weg. Dann gehen wir auf den. Und es ist leider ein zu einfacher Kampf. Direkt mal schön enthauptet. 133 verloren. Nutzen wir mal für die Einheitenverstärkung mit. Dann gehen wir zu dem da unten. Da sind jetzt lustigerweise... Da ist jetzt lustigerweise der Kampf mehr ausgeglichen. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, deshalb müssen wir es mal eben selbst schlagen. Der brennende Sand. Adarbal 1. Gegen Gilima. Rang 5 General. Und König der Vandalen. Danke übrigens für die Tipps über die Hunde, dass man die Hunde eigentlich gegen leichte Infanterie schicken sollte. Ich schicke die eigentlich immer nur vor, weil die Hunde sich einfach sofort wieder auffüllen. Also man hat ja eigentlich gar keinen richtigen Verlust von Einheiten und die halten die Gegner ganz gut auf. Kämpfer, bereit zum Kampf!
So, die nächste Reihe. Dann man die drei Reiter auf die Seite. General hinten hin und ihr auf die andere Seite. Eigentlich ist das immer so ein bisschen blöd, wenn man so eine Schlacht 1:1 gegeneinander kämpft. Man könnte eigentlich die Kavallerie noch viel weiter in die Flanken reinziehen. Was natürlich auch die KI ein bisschen unter Druck setzt, wenn die Kavallerie da irgendwo am Arsch der Welt steht. Boah, wir haben echt gute Sicht. Verstärkung! Mehr für uns zum Töten! Oh, es versucht abzuhauen. Nee, stellt sich nur anders auf. Weil da hinten kommen die Unterstützungstruppen von dem. Die Sperre werden mein Problem sein später. Boah, kann ja erstmal ganz entspannt sein, oder? In dem seiner Schussreichweite sind wir aber noch nicht, wenn wir da ankommen. Nee. Das ist gut. Dann lauf nochmal ein bisschen schneller. Die Hunde sind dabei vorzurennen. Danke, danke, danke. So, in dem Sinne. Bop. Bitte sprinten. Vor, vor, vor. Alle Fernkämpfer auch bitte in die erste Reihe. Dann kriegen wir jetzt Besuch bestimmt von denen. Die Kavallerie kann da auch noch stehen bleiben. Die Kavallerie hier links. Unser General, der kann sich dann hier hintersetzen. Obwohl ich den Hunden gesagt habe, gebt Gas. So, weg da. Ihr könnt euch auch alle direkt nach hinten ziehen. Da muss ich aufpassen. Beste, was ich machen kann, ist übrigens nach da hinten mal eben ziehen. Sie versuchen unseren General zu töten. Verteidigt ihn! Tötet sie! Tötet sie! So, können die darüber? Ich sehe gerade, die Hunde sind schon effektiv am Aufräumen. Die mähen da nämlich durch die Bogenschützen durch. Oh, weg da, General. Weg, 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 weg. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Du auch, weg da. Zurück, zurück, zurück. Und ihr alle da hinten drauf feuern, lieber. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Scheiße, ich dachte, der wäre schon tot da oben. Sarmatische Sperre! Denken, verfluchte! Soldaten
Los, Axtkämpfer. Fernkämpfer darunter. Ran an die Plänkler-Kavallerie. Die gewinnen da vorne gegen General erstmal. Truppen da an die Seite. Ihr müsst auch nicht mehr in der Formation drin bleiben. Glaube ich, das hier schon wieder sehe, wie dat, was das hier für ein Geknüppel ist, ne? Der Feind verliert zusehends seinen Vorteil. Der feindliche General ist gefallen. Dann war es das erstmal für die. Stopp. Beschuss einstellen. Anhalten. Der muss den auseinandernehmen. Du kannst den auseinandernehmen. Du kannst bitte hier den General oben auseinandernehmen. Oh, ich habe die Karte die ganze Zeit ausgeblendet gehabt. Das sind da oben nur drei. Da musst du dich nicht mit befassen. Du kannst versuchen, die leichten Plänkler da hinten noch zu erwischen. Du nimmst die Speerträger hier vorne. Und du nimmst hier die Wüsteninfanterie. Und unser General kann ja eigentlich da nochmal auf die Speerträger gehen. Falls die jetzt eh nicht kaputt gehen. Aber dann hat jede Einheit nochmal ein bisschen was abgegrast. Sehr schön. Verluste zu 1165. Das waren jetzt die Garnisonstruppen. Nehmen wir die Einheitenverstärkung raus. Brennender Sand ist tot. Achso, das war der andere Typ gleich mit. Wir belagern ihre Hütte. Gepriesen sei der Vater. Mach das. So, stellt euch mal bitte in die Hauptstadt. Plus 6 nur. Also mit Bevölkerung Inspiration. Nämlich dadurch macht er noch mehr auf öffentliche Ordnung und danach gehen wir auf den religiösen Pfad und machen, dass Religion verbreiten bei ihm einen höheren Wert gibt. So, hat man denn den Spion hier oben nochmal bewegt? Ja, hat man noch. Gut, dann können wir erstmal das Rundenende durchziehen und gucken, ob die Berber noch irgendwas machen. Aber ich denke mal, die haben sonst keine Truppen mehr. Das Schlimme ist, so viele hauen jetzt nach Spanien wahrscheinlich ab. Zu den Toren des Himmels! Ach, der braucht dann eine Runde. So, Wechsel zum Auditorium. Wir können dann lokale Industrie reparieren. Die Fischer-Piers und schon ist wieder das ganze Geld weg. Ach, die Stadt, die macht wirklich eine komplette Trennung, ne? Da haben wir hier vorne noch Katenai. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Du kannst mir helfen, indem du mir mal eben zeigst, wie denn der Druck ist hier. Plus 13, 1,2%
Geht nach Arianisch rüber. Und wir haben Bevölkerungswachstum fertig. So, da haben wir hier Brunnen und den Gerber. Dann können wir eigentlich nur noch Felder hier aufbauen oder irgendwas anderes in Richtung Industrie. Machen wir es erstmal so. Was anderes kann ich mir eh nicht leisten. Nochmal Rundenende. Ach, der Spion macht da oben eh sein Ding. Da tuckern die Ostgoten wieder ein bisschen rum. Und ich habe vergessen, meine Flotte auf Plündern zu stellen. Warum erinnert ihr mich nicht daran? Proof, stell deine verdammte Flotte auf Plündern. Da muss der eure Stimme in meinem Kopf sein. Ich spreche das Wort. Nein, danke. Ich werde die Berber auf jeden Fall auseinandernehmen. So, jetzt haben wir ein Ordnungsproblem. Haben die Knechtschaft entwickelt. Ermöglicht den Bau von Ortschaft und Urps. Alles gut, nehmen wir alles mit. Ich erwarte eure Befehle. Das wäre Verarmung. Ja, Fischereipier ist immer schön und gut. Jetzt haben wir Seehandel 415 mal zubekommen. Gebäude und Tierhandlung. Tierhandlung sei schon. Tierhaltung. Angriff! Guck mal, ich habe Bonus durch Gebäude und Tierhandlung. So, maximal 8 Armeen, 4 Flotten, 4 Statthalter. Ich erwarte eure Befehle. Reparieren wir das erstmal alles, dann füllen wir die Truppen wieder auf. Bereit zum Kampf. Und wir haben eine schöne Tradition bekommen. Im eigenen Territorium. Rekrutierungskosten für ausländische Heerbahn. Rekrutierungskosten für Söldner. Plus 2 Moral beim Belagern. Nahkampfabwehr. Dann gehen wir lieber diese Rekrutierungsgeschichte durch. Die Armee muss jetzt eh erstmal ein bisschen fangen wieder. So, dann haben wir noch 4000 übrig. Öffentliche Ordnung minus 1. Wir werden ja auf jeden Fall eine Rebellion kriegen. Es gibt kein schöneres Ende. Deshalb, ich nehme noch ein paar günstige Reiter mit rein. So, bauen wir da die Wassertanks. Jetzt haben wir noch 1000 übrig. Ja, ja, man merkt schon, ich habe so wieder meinen Verwaltungsdrang gerade. Wie kann ich euch helfen? Der Spion kann nichts, womit ich die Stadt ärgern kann. Ich könnte noch mehr tun. Egal, wir gucken uns erstmal an, was da oben alles ist. Ach, ist doch Sardinien, ne? Sizilien ist hier. Oder, ne, bin ich total im Eimer, ne? Egal. Ich sag einfach Sardinia. Gepriesen sei der Vater. Wie kann ich euch helfen? Was? Sehe ich das richtig, dass der gerade 1000 mehr Einkommen macht beim Plündern? Überfällt lokale Handelsrouten. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Sehr schön. Untergang prophezeien. Bevölkerung ermutigen.
Nee, entmutigen. Fast. Fast, Doc. Ach komm, das sind eh immer so... so Basic-Trüppchen mit den Priestern. So, jetzt sollte der Druck auf jeden Fall noch höher sein. 1,3% Einfluss 13. Naja. Noch viel höher ist das natürlich jetzt nicht. Ach, und einen weiteren Provinzstatthalter. Ich freue mich. Den kann ich dann bei Maurentia Caesarientis einsetzen. Da nehmen wir dich mal für. Loyal sind mir eh alle ergeben. Baukosten, Steuersatz, Nahrungsmittelproduktion, Wachstum. So, jetzt hat der da seine zwei Städtchen noch. Da vorne an der Ecke wird vielleicht auch noch eine sein. Stimmt, drei Städtchen hat der noch, aber ich glaube, der hat keine Armeen mehr. Wir können einfach so mit unserem Kaiser durchmarschieren und alles erledigen auf dem Weg. Wo komm? Ach, das ist der Aufstand, ne? Obwohl ich dabei echt jetzt frage, sind meine anderen Truppen in der Nähe? Die haben sich auch noch festgesetzt. Schweine. So, da ist die Armee von Sardinien. Da ist der neue König von den Berbern. Der haut erstmal ab nach Spanien. So, Bürgerkrieg. Da haben wir erstmal unsere schönen Truppen hier in der Stadt drin stehen. Ich werde mal noch einen Söldner mit einkaufen. Und dann gucke ich mal. Der Sauhund meint auch noch, ich wäre unterlegen. Was ein Blödsinn. Das werde ich beim nächsten Mal zeigen, da ich nicht unterlegen bin. Bis dahin erstmal. Ciao, euer Doc. Sie sollen vor uns nicht.